Herzlich willkommen bei Die Katz Marex, Ihr Adventspodcast. Ja, Irmchen, weißt du denn, was heute für ein Tag ist? Ja, heute ist der 2. Dezember, zweite Türchen. Ja, und weißt du, was das bedeutet? Ja, sicher weiß ich, was das bedeutet. Weißt du das denn auch? Ja, und ich hab dir auch was mitgebracht. Hier, guck mal. Ach, ein Geschenk. Ach, das ist aber lieb. Ja, pack aus. Oh, was da wohl drin ist. Ach. Oh, Pralinen. Ach ja. Ach, eben schön, dass du dran gedacht hast. Das ist nämlich so. Heute jährt sich wieder das Kennenlernen von Irmchen und mir. Aber da kommen wir später noch drauf. Ja, und Pralinen haben da auch was mit zu tun. Ja, ganz genau. Ja. Ja, mach's ruhig auf. Ja, ich esse gleich ein paar, ich mach's auf. Ja, da sind ja sogar welche mit Alkohol drin. Da war ordentlich was drin. Katz Marex machen keine halben Sachen, das weißt du doch. So, Irmchen, möchtest du nicht vielleicht die nächste Kategorie mal beginnen? Nee, Moment, ach, ich hab den Mund noch voll. Warte, lass mich erst, mach mal gleich, lass mich erst den Mund leer machen. Das ist ja lecker. Ja, historische Ereignisse in der Adventszeit. Ja, Irmchen ist noch mit ihren Pralinen zugange, da fange ich schon mal an, ne? Und zwar 2.12., 2005. Ja, was soll man sagen? Anti-autoritäre Erziehung 2.0 wurde geboren, weil Microsoft die Spielkonsole Xbox 360 rausgebracht hat. Ja, da brauchst du als Eltern deinen Kindern nichts mehr beibringen. Das macht die Box von alleine. Ja, ob das mal immer alles so gut ist. Ach, bist du fertig mit Essen? Ja, dann komm, mach der Nächste. Jo, immer ab dem 2.12.1901, ne, hat Gillette dafür gesorgt, dass der Bartwuchs der Männer also schwindet. Und zwar wurde der erste Nassrasierer mit auswechselbarer Klinge angeboten. Das ist doch mal super, dass unsere Kerle auch alle schön glatt sind im Gesicht. Ja, wunderbar. Ja. Ja, du geht's nicht gerade, du hast einen Vollbart. Ne, aber ich meine, ich finde das auch mal ganz schick. Was magst du, meinen Bart nicht, oder was? Naja, gut, mir sind egal. Naja, dir vielleicht. Also heute haben wir mal zwei Geburtstagskinder in der Adventszeit. Ja, und da haben wir als allererstes, ne, die Gabi Köster. Herzlichen Glückwunsch, Frau Köster. Ja, und dann haben wir als nächstes die Christine Wessermann. Herzlichen Glückwunsch, Frau Wessermann. Ja, dass sie heute Geburtstag haben. Ja. Ja, die leben noch und deswegen sagen wir das ja jetzt nicht. Das können sie gerne überall nachlesen, wo es steht, ne? Ja, das können sie da nachlesen. So, was haben wir heute? Haben wir auch Namenstage, ne? Und da haben wir, hör mal, wie unsere Urgroßmutter, Hertha. Die Hertha hätte heute Namenstag. Wen haben wir noch? Jan, den Lucius und Bibiana. Achim, und heute ist der internationale Tag der Abschaffung der Sklaverei. Ja, das ist doch mal was Gutes. Naja, wenn sie sich auch alle dran halten täten, ne? Was ist denn eigentlich, wenn so ein Land sagt, so, wir haben das jetzt abgeschafft, machen das aber trotzdem? Ja, das ist natürlich dumm. Das soll so nicht sein. Adventsgeschichten aus Saturgebiet. Ja, da haben wir heute eine ganz besondere. Und zwar hat die mit diesen Pralinen auch hier zu tun. Fang doch mal an, Achim. Und zwar dreht sich das um das Kennenlernen von Irmchen und mir. Das war, ach, das ist schon so lange her. Da waren wir noch ganz klein. Und jetzt muss man sich vorstellen, dass die Trude hatte den Tante-Emma-Laden. Und da drin haben wir uns damals kennengelernt. Ganz genau, da haben wir uns damals kennengelernt. Ja, ich hatte mich wie immer
Ich war noch ganz klein, immer heimlich unter der Theke in der Ecke versteckt. Da war so eine kleine Luke, da konntest du als Kind schön durchkrabbeln. Und von da aus kamen sie immer an die ganzen Pralinen und die Leckereien ran. Und ich habe mir den Ball vollgeschlagen, wie immer. Und plötzlich geht die Tür auf. Da kommt ein neues Nachbarkind rein. Genau in meinem Alter. Hallo. Hallo. Da ist die kleine Kalinowski. Was machst du denn hier, Irmchen? Hä? Schickt dich der Papa wieder, dir was zu kaufen? Ja, Papa sagt, ich soll ihm ein paar Kippen kaufen. Ich mach dir das fertig, Kleines. Trude macht dir das alles fertig. Dann einmal also Ernte. So, was brauchst du noch? Mama, soll ich noch ein halbes Pfund Butter kaufen? Für der Mama halbe Pfund Butter mache ich dir fertig, so. Mama sagen, ich will noch 10 Eier haben. Ja, ich habe hier 10 frische Eier vom Brauer Schlitte. Der packe ich dir gleich hier rein. So, frische Eier. 1 Liter Milch. Ja, Milch, hier habe ich die Milchflasche. So. 3,50 Mark. Ja, Moment, habe ich hier. Eins, zwei, drei, 50 Pfennig. Das ist aber wunderbar, dass du genau passend hast. Das freut mich. Ja, dann mach das mal gut, Irmchen. Bestellst du deinem Vater einen schönen Gruß von mir, ja? Ich muss jetzt schnell hinter der Telefonklingel schauen. Ja, ich komme ja schon. Ja, ich komme. Ach ja, ich komme ja schon. Alte Frau ist kein Dätsel. Trude Kaminski, ja? Psst. Ach, wegen Bestellung. Psst, Ja, du, komm mal her. Genau Komm mal her. Mit ich. Ja, komm mal her. Ich brauche Komm mal, schlüpf mal da durch, das Loch. Ja, schlüpf mal durch. Na gut. Was ist das denn hier? Ja, das ist mein Geheimversteck. Hier kommt man immer an alle Süßigkeiten ran. Das ist ja fein. Oh, guck mal. Ja, weil hier ist genau die Hinterseite von den ganzen Regalen. Da muss man nur die Hand da durch und dann kann man hier. Guck mal. Aber gut ist. Aber lecker. Da kommt jemand. Psst, leise sein. Oh, der Josef Kaczmarek. Oh, schön, dass du mal wieder kommst. Was kann ich für dich tun? Hast du mein Enkelsohn hier gesehen? Wir suchen den überall. Den ganzen Tag ist das Kind schon verschwunden. Keine Ahnung, wo der hin ist. Ja, er war kurz hier und hat noch gekauft. Er hat ein paar Bonbons gekauft. Und dann ist er raus. Ach ja, die Rotzblage, die Mann. Der hat doch nie mal Taschengeld gekriegt. Dann habe ich ihm nämlich gestrichen. Mensch, jetzt ist er den ganzen Nachmittag weg. Sag mal, was ist das da für ein Geräusch? Ja, Papa, kommt ihr da raus? Ihr Rotzblage, aber sofort. Ja, oh, schneller, mach ihr da raus. Gottes Willen, der ganze Praline. Habt ihr die ganze Praline aufgefressen? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Als ob sie zu Hause nichts zu futtern kriegen. Tja, Geschmack. Um Gottes Willen, der ganze Schnapspralinen. Ja, so haben wir uns damals kennengelernt, nicht wahr, Irmchen? Ach ja, unser Opa, ja, der hat mir ordentlich die Ohren lang gezogen, vor allem, weil wir die ganzen Schnapspralinen gefuttert haben. Apropos Schnapspralinen, ach, ich glaube, ich nehme noch eine. Ja, komm, dann nimm noch eine. Aber vorher sagen wir nochmal eben, Schiss. Ja, genau, das ist das Ende der Sendung. Schalten Sie doch morgen wieder ein. Ja, bis dahin, tschüss, tschüss. Ja, bis morgen dann. Glück auf. Dann nehme ich mir noch eine leckere, oh, die schöne Herzpraline hier. Hier, komm, nimm auch noch eine, Achim.